Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen uns heute mal beim Vivo X80 Pro gemeinsam anschauen, wie wir mit unseren Apps auf dem Startbildschirm richtig umgehen können. Wir können die Apps ja bewegen, hin und her verschieben. Wir können auch App-Ordner gründen, um vielleicht gleichartige Apps in einem Ordner zusammenzufassen, somit Platz einzusparen und auch ein bisschen Struktur auf dem Homebildschirm zu erhalten und ja, eben das Ganze etwas ordentlicher zu betreiben. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video gucken wir uns beim Vivo X80 Pro mal genauer an, wie wir mit Apps auf dem Startbildschirm umgehen können, wie wir Apps bewegen können, auch mehrere Apps gleichzeitig. Das ist eine ganz coole Funktion hier beim X80 Pro, wie wir App-Ordner erstellen, auflösen, Apps darin auch hin und her bewegen und solche App-Ordner auch benennen können. Und wir fangen mal an mit dem Bewegen von so einer App auf dem Startbildschirm. Ihr könnt die natürlich so anordnen, wie ihr wollt, die Apps. Werkseitig bekommt ihr eine bestimmte Darstellung mitgeliefert sozusagen, aber das könnt ihr natürlich ändern, wie ihr lustig seid. Wir sehen hier zum Beispiel eine Reihe Apps auf dem Startbildschirm, einmal die hier und am Ende sehen wir da diesen Ordner, der heißt Google, und wenn wir da drauf klicken, dann sehen wir hier zahlreiche Apps, die eben alle von Google sind, die in diesem Ordner zusammengefasst wurden, und wir können hier, wie wir sehen, auch blättern. Wir haben da unten diese zwei Punkte, das heißt, es gibt noch eine zweite Seite, da sind dann noch jede Menge Apps mehr. Ihr könnt jetzt innerhalb so eines Ordners auch Apps bewegen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, diese App möchte ich auf Seite 1 haben, wischt hier rüber. Natürlich ist hier kein Platz mehr, denn es ist nur Platz für 9 Apps, der war ja schon belegt. Die letzte springt dann eben rüber auf Seite 2. Und genau, so könnt ihr Apps in diesen Ordnern bewegen. Ihr könnt auch sagen, zum Beispiel YouTube nutze ich so viel, will ich nicht in diesem Ordner verborgen haben, sondern möchte ich auf meinem Startbildschirm direkt haben. Dann holt ihr die einfach da raus, indem ihr da länger drauf drückt, zieht dann die App weg und dann wird automatisch euer Startbildschirm dargestellt und ihr könnt dann von hier auch sagen, nö, ich will die auf Seite 2 haben oder ich will eine neue Seite bauen, dann lege ich die hier einfach hin. Mehr als eine Seite überspringen sozusagen kann man nicht. Das heißt, ihr habt jetzt hier erstmal 3 Seiten vorab. Ihr seht immer hier unten, wie viel ihr blättern könnt anhand dieser Punkte, die dargestellt sind. Also ich bin jetzt auf Seite 3 von 3, jetzt bin ich auf Seite 2 und hupsala. Ach so, genau, hier links ist natürlich diese Geschichte. So, also aktuell haben wir dann nur praktisch diese beiden Seiten. Eine dritte Seite kann ich so auch nicht aufrufen, ohne dass da eine App liegt. Also, ihr könnt Apps hin und her bewegen, wie ihr wollt. Ihr packt einfach eine an, zieht die über einen Bildschirm und könnt die dann auch anders einordnen, wenn ihr sagt, so, ich möchte das in dieser Reihenfolge haben. Und ihr könnt eben auch solche Ordner, wie wir gerade bei Google gesehen haben, selber bauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, keine Ahnung, TikTok und eBay Kleinanzeigen, die wir hier drauf haben, zusammenlegen in einen Ordner, dann fasst ihr eine der beiden Apps an und bewegt sie auf die andere und lasst sie da los. Und dann seht ihr, jetzt ist ein Ordner entstanden mit diesen beiden Apps da drin. Dann kann ich auch hier wieder sagen, nee, eBay Kleinanzeigen soll an erster Stelle auftauchen. Und ihr könnt eben diesen Ordner auch umbenennen, indem ihr da einfach draufklickt, macht das weg und schreibt da irgendwas rein. Ich schreibe jetzt hier einfach nochmal im Test rein, zack. Drück hier unten auf den Haken und dann habe ich jetzt einen Ordner gebaut, der Test heißt, mit diesen beiden Apps da drin. Ich kann jetzt im Nachgang natürlich auch noch weitere Apps da reinlegen. Ich ziehe die und schiebe die einfach in diesen Ordner. Ups, das war nicht richtig. So. Und dann sehe ich, dass ich jetzt auch YouTube in diesem Ordner mit drin habe. Und ich kann natürlich auch andersrum die Apps hier wieder rausziehen, lege sie mir hier wieder auf den Bildschirm. Und wenn ich jetzt, das ist eine Besonderheit, wenn ihr zwei Apps in einem Ordner habt und die letzte oder die vorletzte rauszieht, dann passt auf, was passiert. Ich lege jetzt TikTok hier irgendwo hin und ihr seht schon, währenddessen ist eBay Kleinanzeigen wieder zur App Kleinanzeigen geworden. Der Ordner wird automatisch aufgelöst, sobald nur noch eine einzige App da drin liegt. Das heißt, wenn ihr die vorletzte rauszieht, dann löst ihr praktisch damit den Ordner auf. Es gibt dann noch eine Besonderheit, und zwar könnt ihr auch mehrere Apps von einem Bildschirm auf den anderen ziehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hier diese 5 Apps, keine Ahnung, benutze ich nicht mehr viel oder wie auch immer, dann wischt ihr einfach mit den beiden Fingern so einmal das Ganze zusammen, also diese Bewegung, und dann generiert ihr praktisch diese Darstellung und könnt jetzt hier verschiedene Apps auswählen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, eBay Kleinanzeigen und YouTube nutze ich sehr viel. Ihr könnt natürlich auch noch alle möglichen weiteren hier markieren oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese beiden in meiner Auswahl. Das seht ihr halt an diesen blauen Haken, die da gesetzt werden, und jetzt kann ich die auch etwas länger anfassen, dann schnappt er sich beide und ich habe jetzt hier unten eine Darstellung meiner möglichen Bildschirme, wo ich das lassen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die auf Seite 1 haben, gehe ich auf den Bildschirm, schiebe sie hier hin und lasse sie los,
Oder ich gehe auf den dritten Bildschirm, der mir hier angezeigt wird. Das ist dann praktisch ein neuer Startbildschirm, also eine neue Seite. Und da lasse ich die beiden einfach los. Und das könnt ihr eben mit mehreren Apps machen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel, keine Ahnung, 8 bis 10 Apps habt, wollt die alle auswählen, auf den nächsten Bildschirm schieben, dann bietet sich das so natürlich an. Ihr seht jetzt, sobald ihr auf der letzten Seite eine App habt, dann öffnet sich ein neues Blatt. Ihr könnt dann sozusagen eine App pro Seite auch hinlegen, was natürlich keinen Sinn macht, aber nur soweit zur Demonstration, was eben möglich ist. Die Ordner bieten eben eine riesen Abhilfe in Sachen Struktur. Ihr habt ja hier gesehen, wie viele Apps in so einen Ordner passen. Da können auch noch ohne Ende mehr rein. Das heißt, ihr habt eben die Möglichkeit, über diese Ordner das Ganze ein bisschen, ja, strukturiert zu behalten und eben auch übersichtlich. Ihr solltet euch natürlich dann Ordner basteln, mit denen ihr auch was anfangen könnt, dass ihr nicht irgendwie kunterbunt 10 verschiedene Apps in einen Ordner legt. Damit habt ihr vielleicht nicht so viel gewonnen. Aber wenn ihr die thematisch ein bisschen zusammenlegen könnt, dass ihr sagt, hier habe ich einen Ordner mit Kommunikation, hier habe ich einen Ordner mit, keine Ahnung, wenn ihr viel Essen bestellt aus verschiedensten Apps, dann nennt ihr den einfach Essen und schiebt da alle möglichen Bestell-Apps rein oder was auch immer, je nachdem, was ihr auch für Interessen habt. Und ja, das war's überhaupt erstmal zum Thema Apps auf dem Startbildschirm bzw. Ordner erstellen beim Vivo X80 Pro. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und ich wünsche viel Spaß beim Aufräumen eures Startbildschirms vom Vivo X80 Pro und sag mal bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss!